meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, seien Sie mir ganz herzlich willkommen hier in unserer guten Stube in der Strudelbachhalle zwischen unseren beiden Ortsteilen zur Einwohnerversammlung heute Abend, 22. September, zu einem Thema, was uns in den kommenden Jahren sehr intensiv beschäftigen wird. Sie sehen, wir sind in kleiner Besetzung heute Abend da. Ich darf Sie beide kurz vorstellen. In der Mitte sitzt Stefanie Hohoff. Sie ist Mitarbeiterin bei der Gemeinde und bei meiner Stabsstelle aktiv. Und sie ist bei uns im Hause Projektverantwortliche für dieses große interdisziplinäre Projekt, an dem alle Ämter mitarbeiten und natürlich auch zahlreiche externe Büros und ein Büro, was uns bei diesem Projekt begleitet. Das ist das Büro Hornprojekt GmbH mit Frau Horn als Geschäftsführerin und sie wird nachher auch den inhaltlichen Teil heute Abend übernehmen. Wir haben eine kurze Agenda vorbereitet, die sieht im Wesentlichen so aus. Begrüßung haben wir abgehakt, kommen also gleich zum wichtigen Teil des heutigen Abends, nämlich der Vorstellung des Gesamtprojektes und die Fläche, die Sie dort erkennen können. Die entspricht exakt der Fläche, die Sie in der Ortsmitte Weißach finden, wenn Sie starten, entweder bei der Metzgerei Böhmler oder wenn Sie starten an der Ecke des alten Rathauses oder wenn Sie starten beim Rewe-Markt. Und dort sehen Sie die Rudesheimer Straße, die Hirschstraße und die Bachstraße. Das sind die drei begrenzenden Linien, die diese Fläche näher definieren. Insgesamt sind es gute 5150 Quadratmeter, die diese Fläche groß ist. Innerörtlich ist es eine riesengroße Fläche, auch wenn sie vermeintlich auf den ersten Blick doch klein wirkt. Was wollen wir mit der Fläche tun? Sie soll natürlich kein Schotterparkplatz bleiben, so wie es heute der Fall ist, sondern diese Fläche soll dazu dienen, dass wir uns in Weißach eine neue Ortsmitte, das ist auch schon der Name, der prägt, geben, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir in diesem Bereich die Aufenthaltsqualität steigern, wie schaffen wir Räume, an denen wir gerne zusammenkommen, an denen wir uns austauschen, an denen wir ein soziales Miteinander pflegen können, wie schaffen wir Räume und Flächen, wo wir Wohnraum schaffen können und genauso wird uns die Frage umtreiben, wie schaffen wir Räume und Flächen, wo wir Gewerbe unterbringen können. Sie merken schon, in diesen kurzen Ausführungen steckt eine unglaubliche Bandbreite drin, die es in diesem Prozess zu bearbeiten gilt und zu berücksichtigen gilt. Und bei diesem Prozess möchten wir diejenigen mitnehmen, die später diese Fläche auch bevölkern und nutzen. Und das sind all unsere Bürgerinnen und Bürger, die heute vielleicht auf dem Marktplatz verweilen, die nach dem Einkauf im Rewe vielleicht zum Mittagessen in die Ratsstuben gehen oder die sich im Rahmen unserer zahlreichen Feste und Veranstaltungen im Sommer auf diesen Flächen dann tummeln. Wir werden in diesem Projekt ganz unterschiedliche Formate nutzen, althergebrachte, die klassisch sind, die Sie auch kennen, die Sie vielleicht auch in der Vergangenheit schon genutzt haben. Und wir werden Formate nutzen und entwickeln, die diese Gemeinde bislang nicht kennt. Es soll vor allem eines geschafft werden. Wir wollen interaktiv mit Ihnen unterwegs sein. Wir wollen Ihnen, den Experten in einzelnen Bereichen, der eine interessiert sich vielleicht für eine grüne Lunge der Ortsmitte, der andere wollte schon immer einen Optikerladen dort haben, der dritte sagt, ich brauche zwingend die Eisdiele. Und so wollen wir all diesen Interessensgruppen eine Plattform bieten und ein Forum bieten, wo sie genau diese Ideen ausarbeiten können und so zur Beschlussreife bringen, dass wir dann im zweiten Schritt im Gemeinderat entscheiden können, wie sind die Rahmenbedingungen definiert, unter welcher Prämisse beauftragen wir geeignete Büros mit den Entwürfen für die Entwicklung dieser Fläche. Das gesamte Verfahren wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Das ist hochkomplex mit unterschiedlichen Schritten und wir planen für diesen Teil der Entwicklung des Verfahrens ein gutes Jahr mit unterschiedlichen Bausteinen und die wird Ihnen heute am heutigen Abend die Frau Horn näher erläutern und wird Ihnen auch schon darlegen, was in den einzelnen Modulen möglich sein wird und was wir dort vorgesehen haben im Kontext der Bürgerbeteiligung. Wichtig ist mir der Hinweis, dass wir zu jedem Zeitpunkt nicht nur eine Schleife drehen können, sondern auch beschleunigen können und dass wir immer eine enge Rückkopplung haben zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft. Soviel zur Einleitung in aller Kürze. Jetzt kommt der spannende, der inhaltliche Teil. Wie sieht's aus? Wie ist der aktuelle Status quo? Was kommt auf Sie zu? Und diesen Teil, den wird heute Abend Frau Horn übernehmen. Und direkt im Anschluss haben wir dann ausreichend Zeit und Raum für all die Fragen, die Sie mit im Gepäck haben, was Sie interessiert
seien es Verständnisfragen, Fragen zum Verfahren oder auch Anregungen, die Sie mit dabei haben. Für all das nehmen wir uns die Zeit, die wir heute Abend brauchen. Sie sehen, ich habe als Überschrift für unsere Vorgehensweise gewählt, dass wir ein partizipatives Verfahren uns vorgenommen haben. Und das ist genau das, was der Herr Töpfer gesagt hat. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen, gemeinsam mit den Gemeinderäten, die Ideen für die Ortsmitte schärfen. Sehr partizipativ, sehr transparent und letztlich geht es darum, dass Sie sich in der Ortsmitte wohlfühlen. Deshalb identitätsstiftend und deshalb haben wir keinen fertigen Plan heute Abend da, sondern wir machen uns mit Ihnen gemeinsam auf den Weg. Wir wollen einen städtebaulichen Entwurf, der aber offen bleibt, also einen offenen Ansatz hat, den wir in Zwischenstufen gemeinsam schärfen. Das werde ich Ihnen nachher noch im Detail zeigen. Was werden die Bausteine sein? Wir wollen einen Planungswettbewerb durchführen, eine Mehrfachbeauftragung. Dafür hat der Gemeinderat bereits einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass wir dieses Verfahren wählen mit 5 Planungsbüros, sodass wir am Ende die Auswahl aus mehreren qualifizierten Ideen für die Ortsmitte haben werden. Was haben wir schon getan? Wir haben uns schon mal auf den Weg gemacht, das Thema Nutzungen und Funktionen durch einen Fachgutachter betrachten zu lassen. Also welche Handelsflächen, welche sonstigen gewerblichen Nutzungen sind überhaupt auf Dauer tragfähig und zukunftsfähig bei Ihnen in der Ortsmitte? Das ist ja in jeder Stadt ein bisschen unterschiedlich, wie die Bewohnerzahl ist, wie die Kaufkraft ist, was schon vorhanden ist. Und daraus haben wir schon so ein Paket ableiten können, was sich anbieten würde in der Ortsmitte an Nutzungen. Und was wir auch schon mal gemacht haben, ist eine erste Stufe einer verkehrlichen Analyse. Das heißt, welche Verkehrsführungen innerhalb der Ortsmitte wären theoretisch denkbar. Ganz wichtig ist einfach, dass diese fachliche Sichtweise immer wieder eingespeist wird in den Prozess. Und je fundierter und je häufiger wir das tun können, umso qualifizierter können wir unser gemeinsam erarbeitetes Entwicklungsergebnis für die Ortsmitte schaffen. Und deshalb haben wir im Grunde genommen diese Fachgutachter immer parallel mit Ihnen und dem Gemeinderat an Bord. Als nächster Schritt das Kennenlernen Ihrer Bedürfnisse. Das ist die nächste große Aufgabe, die gemeinsam vor uns liegt. Wie wünschen Sie sich die Stadtmitte, so dass Sie am Ende, wenn sie mal gebaut ist, sich dort auch wirklich wohlfühlen? Man muss dabei aber immer wissen, Bürgerbeteiligung hat auch Grenzen. Der Gemeinderat hat ja am Ende die ehrenvolle Aufgabe, aus allen Gesichtspunkten, die bei einer solchen Entscheidung zu betrachten sind, die finale Entscheidung zu treffen. So sieht es nun mal die Gemeindeordnung vor. Wie sieht es so von der Zeitschiene ungefähr aus? Wir hatten eine Grundsatzentscheidung, dass wir uns auf den Weg machen und dass wir einen Planungswettbewerb machen bereits Ende 2019. Der Herr Töpfer hat es gesagt, im März oder im Frühjahr 2020 kam Corona. Wir haben die Zeit eben genutzt, soweit es möglich war, um die fachgutachterlichen Grundlagen erarbeiten zu lassen. Letzte Woche haben wir gemeinsam mit den Gemeinderäten einen Workshop durchgeführt. Auch da ging es darum, zu erarbeiten, wie der Gemeinderat sich die Ortsmitte vorstellt, was dem Gemeinderat für die Ortsmitte sehr wichtig ist und wie er die Themen priorisiert. Die Ergebnisse sind dokumentiert und die werden wir in Eckpunkte zusammenfassen, in Leitlinien, in Leitideen zusammenfassen, die der Gemeinderat dann beschließen wird. Und dann sind Sie dran.
Also Sie sind heute Abend dran mit Fragen und Ideen. Aber wenn wir so die ersten Leitplanken für die Entwicklung der Ortsmitte beschlossen haben, dann werden wir Corona-bedingt leider, muss ich sagen, eine Online-Befragung der Bürgerschaft machen. Ursprünglich wollten wir schon in eine Ideenwerkstatt auch mit Ihnen gehen. Aber das ist einfach bei einer großen Teilnehmerzahl sehr, sehr schwierig zu organisieren. Deshalb haben wir uns entschieden, eine erste Beteiligungsstufe online zu machen. Was wünscht sich die Bürgerschaft? Das ist also wirklich noch so ganz offen. Da sind sie sehr, sehr frei und wir sind auch sehr gespannt, ob da schon erste Deckungen mit den Ideen der Gemeinderäte dann gefunden werden. Das werden wir im November diesen Jahres machen, sodass wir noch vor Jahresende Ihre Wünsche und Ideen auswerten können. Dann werden wir da nochmal die Rückkopplung zu unseren Experten suchen. Was ist machbar? Wo sind wir vielleicht auf dem falschen Weg? Wo müssen wir eine Kurskorrektur vornehmen? Dass wir wirklich nur mit realistischen Vorstellungen eine Aufgabenstellung formulieren. Diese Aufgabe wird der Gemeinderat beschließen. Dort sind Ihre Ideen drin, da sind die Gemeinderatsvorstellungen drin, gefiltert durch die Fachlichkeit. Und dann werden die 5 Planungsbüros erstmal arbeiten. Die werden beginnen im Januar nächsten Jahres voraussichtlich und dann brauchen die so in der Regel 10-12 Wochen, bis sie erste gute Ergebnisse haben, die wir dann auch mal vorbewerten und dann gibt es ein sogenanntes Zwischenkolloquium. Da gucken zum einen die Fachleute hin, da guckt zum anderen der Gemeinderat drauf, aber das ist dann auch nochmal Ihre große Stunde. Weil dann haben wir was auf dem Plan, dann gibt es eine Visualisierung, dann gibt es ein Bild von der Ortsmitte, dann gibt es ein Arbeitsmodell von der Ortsmitte. Und da hoffen wir, dass Corona uns erlaubt, dass wir richtig aktiv mit Ihnen arbeiten können, in Arbeitsgruppen, dass Sie an den Plänen und an den Modellen arbeiten können und auch selbst nochmal zeigen können, wo Sie sich vielleicht etwas anders wünschen, wo Sie denken, ja, das trifft es genau, was wir hoffen. Wir haben ja Ihre Ideen schon aufgenommen und eingespeist, aber da haben Sie wirklich nochmal richtig die Chance, an den Arbeiten zu arbeiten, zu diskutieren und Ihre Meinung dazu zu äußern. Das ist eine ganz, ganz wichtige Weichenstellung. Und wir hoffen sehr, dass wir da wirklich intensiv mit Ihnen arbeiten können. Ich habe im Moment auf der Folie Bürgerbeteiligung 2 geschrieben, weil ich ja auch noch nicht weiß, ob wir dieses Format so hinbekommen, aber wir wünschen es uns sehr, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass Sie dabei sind, wenn wir diese neue Mitte für Weissach gestalten und dass Sie das auch richtig mitschärfen und Ihre Ideen da einbringen können. Wenn Sie sich dann auch eingebracht haben bei diesem Zwischenkolloquium, bei dieser Zwischenstufe, dann schicken wir die Büros nochmal in die Schlussbearbeitung mit Ihren Anmerkungen, mit den Anmerkungen der Fachleute, mit den Anmerkungen des Gemeinderats. Und dann kriegen die nochmal in der Regel 4 bis 6 Wochen Zeit, um ihre Pläne und Modelle voll fertigzustellen. Und dann haben wir zunächst mal den städtebaulichen Entwurf. Den hoffen wir Mitte nächsten Jahres zu haben. Und dann ist aber auch noch kein Bagger in Ihrer Ortsmitte aufgefahren. Dann werden wir nochmal gemeinsam hinschauen, ob das jetzt am Ende das Ergebnis ist, das Sie sich alle wünschen. Und wir müssen dann aus diesen 5 Entwürfen ja auch noch den besten für Ihre Ortsmitte auswählen. Das tun wir also Mitte nächsten Jahres. Und wenn wir da Einigkeit haben, dass Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung glauben, dass das der richtige Entwurf ist, dann können wir in die Konkretisierung der Planung eintreten. Und vorher nicht. Wir haben jetzt für Sie die Möglichkeit, alles loszuwerden, was Sie heute Abend mit im Gepäck haben. Das können
Fragen sein zum Verfahren an sich, das können Fragen sein zu einzelnen Abschnitten, einzelnen Modulen, es könnten aber gerne auch Anregungen oder Hinweise sein, die Sie vielleicht schon haben, die Sie loswerden möchten, die wir gerne sammeln in unserem sogenannten Themenspeicher und die dann auch Einfluss nehmen in den weiteren Verlauf, die wir jederzeit wieder herausholen können und dann auch im nächsten Schritt wieder einfließen lassen können. Sie finden im Saal, sowohl auf der rechten Seite wie auch auf der linken Seite, 4 Mikrofone. Wenn Sie eine Frage oder Wortmeldung haben, dann darf ich Sie bitten, dass Sie ganz unkompliziert zu einem dieser Mikrofone gehen. Bitte Ihre Alltagsmaske und Nasenschutz aufziehen, kurz Ihren Namen sagen und dann gerne direkt loslegen.